Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal waren wir auf Tauchgang gegangen, haben wieder einen Laubling nach Hause gebracht und wir machen jetzt eine Nachtexpedition, um denselbigen Laubling zu helfen. Weil wir müssen ja Leuchtsaft dafür sammeln. Dann können wir auch bei Nacht den erblühenden Park jetzt mal endlich abschließen. So, da sind wir beim erblühenden Park. Bei Nacht. Oh, sehe ich das richtig, dass wir da zwei Leuchtbauten haben? Das kann doch nicht richtig sein. Hallo, Neuling. Hörst du mich? Also, es geht um den heutigen Landeplatz. Hier gibt es nämlich gleich zwei Leuchtbauten, also täusche ich mich doch nicht. Das ist eine große Sache, denn es gelingt es dir, beide bis zum Morgen zu beschützen, gibt es auch zweimal Leuchtsaft. Meine Hypothese ist, dass die zwei Leuchtbauten unterirdisch miteinander verbunden sind. Was das bedeutet? Tja, sollte einer von ihnen zerstört werden, erhält man von keinem von beiden Leuchtsaft. Du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, daher kannst du nicht beide beschützen. Lass dir also von Otschen helfen. Also lasse ich Otschen einfach an einem patrouillieren von Anfang an. Oder zumindest bis sie den Angriff starten. Okay. Ach, ich lasse ihn mal hier am Orangenen patrouillieren. Patrouillier da mal. Bauen wir uns erstmal eine Armee auf. Mach da mal kaputt. Kann ich Bomben hier nutzen? Ich kann Bomben nutzen. Kabumsal. Angriff. Wir haben ja schon gelernt, diese Bauten, die muss man recht früh kaputt machen von den Kleinen. Das war bestimmt nicht der Einzige. Wir sollten Otsche mal eben kurz helfen. Da oben ist noch so ein Ding. Heißt da hoch und das Eck kaputt machen. Otschen wird mit den Larven schon alleine fertig. Mach da mal kaputt. Mit dem werde ich ja sogar locker fertig. Okay, ich denke, aus der Richtung habe ich gerade alles vernichtet. Dann schicke ich ihn mal zum Blauen. So, weg mit dir. Otschen! Du musst zum Orangenen. Okay, da hinten ist noch einer. Nope. Ah, das war der letzte. All diese Kreaturen zu besiegen ist eine ganz ordentliche Leistung. Gut gemacht. Und jetzt krieg ich zweimal Leuchtsaft. Du hast dich ja richtig reingehängt, Neuling.
Gut, Neuling, dann sammeln wir mal den Leuchtsaft ein. Ja, gegen so viel Leuchtsaft habe ich nichts. So, und habe ich jetzt wirklich zweimal Leuchtsaft bekommen? Sah nur wie ein aus, deswegen frage ich. Ja, ich habe zwei bekommen. Cool, den nächsten, den ich mitnehme, den kann ich gratis normalisieren. So nenne ich das mal. Oder entlauben. So könnte man es auch nennen. 13 Leuchtsam habe ich mitgebracht. Ich habe die bisher nicht einmal eingesetzt. Also, dieser Laubling, das sieht schon irgendwie aus wie Berner, findest du nicht? Meinst du? Da sind einfach zu viel, so viele Blätter. Ich kann einen nicht vom anderen unterscheiden. Ja, aber sie haben verschiedene Formen, oder ist die Art, wie sie wachsen? Jedenfalls sieht er aus wie Bernhard. Wir wechseln das Laub auf jemanden wie Bernhard. Ich weiß doch auch nicht. Das ist gerade einfach mein Bauchgefühl, okay, Spani? Heil morgen diesen Laubling für mich. Ja, ja, verstanden. Soll mir recht sein. Ich brauche mal die Medizin zusammen. Ja, gerettet ist gerettet, ne? Sehen ja in Kürze, wer der Laubling ist. So, Zeit für die Heilung. Wen haben wir hier? Mit diesem Laubling, ich verstehe, wie es zu den... zu der körperlichen Veränderung kommt, aber wieso verändert das eigentlich auch den Anzug? Kann mir das mal einer erklären? Rettungsmitglied Bernhard, Heimatplanet Nijo. Langjähriger Pilot, der für ein Privatunternehmen flog, bevor er zur Rettungscrew kam. Niemand strahlt mehr Optimismus aus. Wir haben die Rettungscrew komplett gerettet. Es gelang uns, Bernhard, unseren Piloten zu finden und zu heilen. Damit ist die Rettungscrew jetzt wieder vollständig. Bernhard, wie schön, dass es dir gut geht. Solltest du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Du so, als wenn ich gewesen, Digo. Danke, dass du dir solche Sorgen um mich machst, Digo. Aber ich kann jetzt wieder durchstarten. Schon komisch, seit ich keine Blätter mehr habe, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Wenn ich das nächste Mal allein in eine Höhle zurückgelassen werde, kann ich ganz alleine kommen. Was willst du auf etwas Bestimmtes hinaus? Ist wohl wirklich so, dass ich einfach abgehauen bin. Nein, nein, nur ein kleiner Witz. Ausgezeichnet. Endlich ist die Rettungscrew wieder vereint. Dann ist nun der Moment gekommen, in dem wir unsere ursprüngliche Mission aufnehmen und die Rettung von Nolima. Verstanden! Spitze, Neuzugang. Wo haben sie dich denn gefunden? Toll, du bist sicher die Geheimwaffe, von der ich gehört habe. Ich bin dir echt dankbar, dass du mich gerettet hast. Chefin, ich habe da etwas gefunden, das uns vielleicht hilft, Captain Olima aufzuspüren. Sieh dir mal diesen Logbucheintrag an. Interessant, hm? Letzte Anstrengung. Man zieht alle Dolphin-Teile zusammen, rückt in greifbare Nähe. Den Schiffsradar zufolge befinden sich die letzten Teile innerhalb eines riesigen Bauwerks. Mein Lebenserhaltungssystem wird nicht mehr lange durchhalten. Zeit für eine letzte Anstrengung. Stimmen diese Angaben? Tja, als wir mit dem verbesserten Radar gesucht haben, empfingen wir ein starkes SOS-Signal aus einem riesigen Bauwerk. Ich gehe davon aus, dass es von Captain Olima stammt. Sehr gute Arbeit! Wie immer ist alles weitere euch überlassen, Shining und Otchin. Jetzt ist cool. Auf eure Station, bitte! Verstanden! Uff, uff. Jetzt frage ich mich, war Otchins Schwanzspitze schon immer so grün? Ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Bin ich vollkommen ehrlich, ich habe da nicht drauf geachtet. Okay, was gönnen können wir uns eh nicht. Aber wir können hier jetzt noch die letzten Einträge der Piklopädie auf jeden Fall lesen. Ich guck mal eben kurz beim Schatzkatalog vorher.
Hatte ich da noch irgendeine Collection fertig, wo ich noch nicht vorgelesen habe? Okay, beim Schatzkatalog habe ich gerade einmal grob drüber gestarrt. Also gibt es jetzt nur Pyklopädie-Einträge? Wenn ihr die Einträge überspringen wollt, ist natürlich über mir ein Zeitstempel. Wir lesen jetzt die restlichen Pyklopädie-Einträge, die ich derzeit habe. So, das ist von diesem pinken Flauschevieh bis zum Leuchtbau. Die Camo-Flunder. Niedliche kleine Augen, die an Murmeln erinnern. Ein glatter, dehnbarer Körper, ein geschwungenes Maul, eine sechsfache Zunge und Kiemen, die aussehen wie eine Frucht. Nehmen wir uns die Zeit, jedes Detail zu bewundern. Ist es nicht ergreifend, wie eine Kreatur, die so gefährlich sein kann, auch so viel Schönheit in unser Universum bringt? Ja, ist ein knuffiges Ding. Rote Pikmin. Ein lebhaftes Scharlachrot. Wie man schon an ihrem Äußeren erkennt, sind diese kleinen Geschöpfe äußerst heißblütig. So sehr sogar, dass sie selbst gegen Feuer immun sind. Und ihre Zuneigung drücken sie enthusiastisch aus, dass sie ihre kleinen Fäuste richtig schmerzen können. Gelbe Pikmin. Die Kreaturen mit den süßen großen Ohren sind gelbe Pikmin. Nur zu, man kann sie ruhig werfen. Sie fliegen so hoch, dass sie Objekte erreichen können, an die man sonst nicht herankommt. Elektrizität macht ihnen nicht das Geringste aus. Schockierend. Blaue Pikmin. Wie diese Pikmin elegant im Wasser schwimmen, gehört zu den atemberaubendsten Dingen, die ich auf diesem Planeten sehen durfte. Meist laufen sie ja eher durchs Wasser. Man muss sie schon mit einem Nickerchen locken, damit sie schwimmen. Wie aggressiv die Blauen auch durchs Wasser kommen. Fels-Pikmin. Pikmin dieser Art sind hart und rau, doch ihre polierte Oberfläche fühlt sich kühl und glatt an. Ihre glänzenden Steinkörper eignen sich nicht nur perfekt für die Defensive, sondern ebenso für die Offensive. Fels-Pikmin sind einfach großartig und sie besitzen die süßesten kleinen Beinchen. Flügel-Pikmin. Tragen sie wirklich kleine Flugbrillen? Jedenfalls sind Sackgassen, abschüssige Straßen, Sümpfe, Seen oder gar Klippen kein Hindernis für diese Pikmin. Mit ihren gekonnten Flügelschlägen durchstreifen sie die Lüfte wie zierliche kleine Feen. Eis-Pikmin. Mit der eisigen Luft, die ständig von ihren Körpern aufsteigt, können sie alles Mögliche einfrieren. Wirft man sie in einen See, gefriert sogar die Wasseroberfläche, so dass man auf ihr laufen kann. Zum Zauberer fehlen ihnen nur noch kleine Zauberstäbe. Oh, die Armen. Zwiebel. Die Erhabenheit der Natur, das Mysterium des Lebens. Diese abgegriffenen Klischees können der außergewöhnlichen symbiotischen Beziehung zwischen Pikmin und Zwiebel nicht gerecht werden. Sind sie durch Zuneigung verbunden? Es gibt noch so viel, was wir nicht wissen. Knobknolle. Auspressen oder feinhacken und in Öl anbraten. Allein der Gedanke bringt meinen Magen zum Knurren. Doch wenn man sieht, wie eine Knobknolle sich leicht hin und her bewegt, kommt man dann nicht gleich wieder zu Sinnen? Es handelt sich um ein lebendes Wesen und so müssen wir es auch behandeln. Königinblume. Je länger ich sie betrachte, umso mehr scheint sie mich zu rufen. Wirf etwas in mich hinein. Als ich einmal in schlechter Stimmung war, gab ich der Versuchung nach und warf eine Bombe hinein. Und dann hat sie diese direkt zu mir zurückgeworfen. Bei einer solchen Reaktion muss es sich doch um ein intelligentes Lebewesen handeln. Vielleicht wirft man auch keine Bombe da rein. Die Knopfprimel. Der zwischen den Blütenblättern sitzende Knopf wächst durch die Farben wie ein Chamäleon, während er versucht, sich auf die farbenen Pikmin in der Nähe einzustellen. Fast als wollte er sagen: Kommt nur, ich bin für euch da. Ist das Hilfsbereitschaft oder steckt eine Strategie dahinter, die auch der Knopfprimel zukommt? Drei Masterblume. Die Frucht dieser Pflanze ist anders als der Knopf, sehr saftig und weich. Und es ist nicht einfach irgendein Saft. Er ist äußerst scharf und stimulierend. Es gibt viele, denen scharfes Essen sehr schmeckt. Vielleicht geht es dem Pikmin ja ähnlich. Und die Leuchtpikmin. Weit entfernt von zu Hause, auf einem fernen Planeten, mit gefährlichem Nachtleben in der Nacht, gibt das sanfte Licht dieser Geschöpfe den Abenteurern Hoffnung. In unseren Herzen erkennen wir, dass wir hier die Flamme des Lebens vor uns sehen. Und der Leuchtbau. In der Natur ist es oft möglich, durch ein hohes Risiko auf eine hohe Belohnung zu spekulieren. Der Leuchtbau nimmt es in Kauf, möglicherweise zerstört zu werden und produziert aus Leuchtknöpfen Leuchtpigment, wobei er ein Licht aussendet, das auch Kreaturen anlockt. Doch ist das alles? Lockt er mit seinem Leuchtsaft etwa auch uns an? So, und damit habe ich aus der Pyklopädie alle Einträge, die ich derzeit habe, vorgelesen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in das kühle Nass zurück, ne? Trotz der Verzögerung bin ich zuverlässig, dass unsere Suche nach Captain Olimar erfolgreich sein wird. Aufbrechen!
Ja, das sind die derzeitigen Gebiete. Das 7000er Gebiet habe ich ja schon freigeschaltet. Aber wir wollen natürlich erst die stillen Ufer abschließen. So, erstmal nur blaue Pigments. Wir haben einen neuen Eintrag in unserem Büchlein. Ja, die Visitenkarten zum einen. Hier im Logbuch. Einen weiteren Hund wie Moss habe ich noch nie zuvor gesehen. Zuerst fällt ihm einen ihrer enorme Größe ins Auge. Außerdem hat sie ein Blatt an ihrem Schwanzende. Mit dem Pigment versteht sie sich ausgezeichnet. Ob es eine Art Verbindung zwischen ihnen gibt? Moss hat sich als talentierte Schwimmerin erwiesen. Auf ihrem Rücken kann sie sogar wasserscheue Pigments transportieren. Wahrscheinlich könnte ich von ihr noch einiges lernen. Schwimmen ist schließlich deutlich schwieriger, als im Weltraum herumzuschweben. Okay, momentan keine neuen Einträge sonst. Erstmal gucken. Karte. Was ist unser heutiges Goal? Ich würde sagen, wir wollen hier rüber. Zum einen die Viecher natürlich mitnehmen, zum anderen hier den Weg öffnen und da das dann mitnehmen. Also erstmal Angriff! Hilfe! Vollgekleistert. Vernichtung. Erstmal die Gegner ausschalten. So, da ist ein Golfball. Da hat einer wohl daneben geschlagen. Ziehen! Ich sehe Krabben. So, erstmal die eine Zwiebelkrabbe ausschalten, ausweichen auf die andere. Nein! Um Gottes Willen, die kann Seifenblasen machen. Hab ich auch vorher doch gar nicht gesehen. Da können die 100 pro graben. Mach mal kaputt. Oh, da ist ein Loch. Also zuallererst machen wir die Eier hier mal kaputt. Dann holen wir uns das hier oben. Otschin, musstest du genau da unten alle ablassen? Da brauche ich gelbe. Mit anderen komme ich nicht hoch genug. Da war noch ein Gegner. So, ich komme zum Glück auch von der Seite hoch. So, tragt einmal runter. Und dann dürfen andere noch helfen. Da ist auch noch mal ein Loch zum Reinspringen. Dann würde ich mal sagen, springen wir hier in das Loch rein. Unterwasserburg.
Kurz nachdem ich meine Erkundung begann, ertönte ein lautes Krachen in der Höhle. Die Angst ließ mich vieles vergessen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass mir meine blauen Pikmin nicht helfen konnten und dass ich panisch die Flucht ergriffen habe. Das sieht nach fies aus. Nee, 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 nee. Da stand gerade sogar, dass... Ach, ich darf nur blaue mitnehmen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich darf die anderen gar nicht mitnehmen. Ach, weil das Ding unter Wasser ist. Stimmt, die könnten gar nicht mit reinspringen. Hier sehen wir das jetzt übrigens auch mal mit diesen Schatzanzeigen. Wir sehen jetzt immer 17 Schätze. Also hier in dem Teil. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich habe schon wieder die Tasten verwechselt. Wie immer. Sehen wir auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Dem fütter ich einfach eine Bombe. Ja, meine blauen Pigments helfen mir hier einen Scheißdreck. Die fackeln doch in 0, nichts ab. Aber ich würde es trotzdem gerne irgendwie noch nutzen, wenn ich schon aus Versehen das Ding aktiviert habe. Ich kann nur Otschen kämpfen lassen, wenn... Nee, nicht mal. Ich habe Otschen noch nicht den Feuerschutz geholt. Na gut. Ich würde einfach sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich gucke dann beim nächsten Mal, wie ich hier zurechtkomme. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.